GTA 3 Best of Ausreise. Guck mal, das ist das Zimmer, wo ich gerade drin bin. Da bin ich gerade frisch eingezogen in dieses Zimmer. Guckt euch das mal an. Das ist also, es müsste mindestens 5 Jahre her sein, 2019. Guck mal jetzt im Hintergrund, viel schöner alles. Ich finde, mein Zimmer ist eigentlich an sich echt cool so. Ich werde es im Haus auf jeden Fall noch cooler machen. Safe. So ein Unterschied, oder? Sieht man einen Unterschied? Einfach weiße Wand und jetzt so. Ist schön, ne? Ach du Scheiße. GTA 3. Ach du Scheiße. Ich kann das alles nicht mehr checken. Wir haben heute extra viel Glück. Dann rege ich mich nicht so sehr auf, weil dieses Spiel, ey, das ist zum Aufregen geboren, Alter. Oh nein, nein, aussteigen! Nein, Alter, Mann! Oh mein Gott, Stunt ist... Oh mein Gott! Boah, habt ihr das noch, ey? Das war das Stunt des Jahres, Leute! Oh mein Gott! Weil ich habe ja nämlich die ganzen Waffen gekauft für 100.000 Dollar. Und jetzt habe ich sie immer noch, ich bin nicht gestorben. Stimmt, oh, ich habe die Waffen gekauft. Ey, heute ist das Glück auf unserer Seite. Endlich mal Glück. Bam! Der Kontaktmann ist tot. Ich habe ganz normal gekämpft, so geil, der hat den Wagen gedreht. Ich schwör's dir. Alter, ich hab, letztens habe ich auch irgendeine Folge, wurde mir im Bett vorgeschlagen, oder ich habe Tränen gelacht im Bett einfach, was mir für eine Scheiße passiert, das kannst du keinem erzählen, wirklich, vor allem bei Vice City auch und San Andreas und so, diese Geräusche, also ich kann nicht mehr, Alter, diese, hey, Makab, Junge, hey, Borat, fick dich, Mann, so hab ich den die ganze Zeit überfahren. Guck mal, wie langsam der geht, Alter. Wenn jetzt die Polizei. Guck mal, wie der kommt, geht, der Hundesohn! Digga, jetzt kommt das Pech wieder zurück. Merkt ihr das? Der hupt nicht. Ich drück auf die Hupe, der hupt nicht. Der Wagen verpisst euch in. Drück die Hupe, damit der Deal in Gang kommt. Der hupt, das ist ein Lowrider-Wagen, der kann nicht hupen. Wie soll ich denn hupen? Ich bin jetzt hier drin. Ey, du scheiß Bulle, verpiss dich. Diese Kopfhörer waren das. Simon, ich hab sie immer noch. Jawohl, der hupt, Alter. Was für eine scheiß Hupe, Digga. Jetzt kommt noch die Polizei. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich fahr da einfach rein, Leute, und hau ab. Guck jetzt. Jetzt kommt meine Taktik. Ich versuche, ein, zwei zu überfahren. Was ist denn jetzt los hier? Oh mein Gott. Ist das Spiel hängen geblieben, oder nein. Was? Nein. Oh mein Gott. Das Spiel was? Ist hängen geblieben. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Gott, richtig gefickt, Leute. Ihr glaubt nicht, wo das Problem ist, ne? Ich sehe es gerade. Dieser Typ, der versucht da durchzugehen. Oh mein Gott, der will. Der versucht da durchzugehen, der kann nicht durch wegen seinem Auto. Wir haben das zehnfache Pech, denn wir müssen alles nochmal von neu machen. Wir können nicht speichern. Wir wurden noch nie so. Oder was passiert da? Wie soll ich diese Zeit zurückbringen? Jetzt gucken, ob vielleicht Cheats helfen oder sonst irgendwas. Panzerfall vom Himmel, ja, Mann, das könnte vielleicht helfen. Panzerfall vom Himmel, komm mal da! Panzerfall vom Himmel, einfach Cheat! Das ist auch nix! Ich kann mich nicht mal selber umbringen! Mission neu starten, geht das vielleicht? Ey, so einen Fehler hatten wir noch nie gehabt, Mann, das ist zu krass! Der Panzer, guck mal da! Der Panzer ist direkt neben mir! Jawohl, der Panzer ist da! Guck jetzt, Leute, warte! Alle Wagen im Umkreis explodieren! Zack, 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 zack! Was passiert jetzt? Scheiß drauf! Egal! Auf einmal geht das Spiel wieder! Auf einmal geht das Spiel wieder! Mission fehlgeschlagen! Ich hab sowas noch nie erlebt in meinem ganzen Leben! Das ist zu krass! Warte mal, wo sind die denn? Nein, der ballert auf! Wow! No problem to kill! Gleich haben wir den! There's no problem to kill you! Alter, lass dich! Ey! There's no problem to kill you! Ich hab so ein scheiß Taxi, hallo! Eieieiei, aussteigen, weg hier! Hallo? Türe geht nicht auf! Schneller, renn! Nein! Oder dieses Spiel, ne? Ey, dieses Panzer vom Himmel, das war gerade zu geil, ne? Mich totgelacht. Ich könnte durchdrehen, diese Geräusche wieder. Was soll ich denn da machen? Hallo? Lol. Ich überfahre den doch, was soll ich da machen? Hallo? Der verliert kein Leben! Ey, ich dreh durch, Digga, Alter. Raus! Weg! Guck mal, jetzt geht die kaputt! Nein, das hat fast gar nichts gebracht! Ey! Der war fertig. Ich mach diese Mission nicht mehr. Ich spiel sowieso die Eier lecken, Alter. So ein Arsch lecken. Ich hab echt keinen Bock mehr, Alter. Was für ein Scheiß muss ich hier machen, ey? Ich find das nicht. Jede Mission, finde einen Wagen. Ja, steck dir den Wagen in den Arsch. Und direkt dahinter mir natürlich die Scheiße. Wisst ihr, finde einen Yardi-Wagen. Finde einen Yardi-Wagen. Jedes Auto. Ja, wie alt war ich da, Chat? Das ist 5 Jahre her. 5 Jahre, da war ich
24, Chat. 24, das ist nicht so lange her, wie ihr denkt. 5 Jahre, das ist noch in dieser Wohnung, in der neuen Wohnung. Ich hab Bock mehr, Digga, Alter. Das ist so lächerlich. Ich hab doch damals die ersten Folgen in der alten Wohnung bei meinen Eltern aufgenommen. Und dann bin ich doch umgezogen und dachte, boah, jetzt habe ich vielleicht neues Glück, wenn ich hier aufnehme. Schwanz ist passiert, doppeltes Pech noch. Fällt nur das einmal, nur das. Oha. Ich finde diesen scheiß Kolumbianerwagen nicht, Alter. Ach, finde den Kolumbianerwagen. Der scheiß Kolumbianerwagen. Ich weiß doch ganz genau, Alter. Mein Kanadil, ey. Ich bin so abgefuckt, Leute, Alter. Mann, ohne Witz. Es klappt einfach nichts. Es ist important, that you never feel weak. Wie ist der geredet hat? Epiphany. Wisst ihr denn noch? Wie ist der nochmal, der Typ? It is important that you never feel weak. Fuck, der mich gerade so übertrieben ab, dieser Typ, ey. Komm, gib mal jetzt diesen Yardi. Bleib doch stehen, du Hund, Mann! Ich finde einen Yardi-Wagen. Ey, jetzt rennt er auch noch am... Ey, Moran! Ey, Moran! Halt die Schnauze! Ey, Moran! Nein, der holt mich raus! Auf einmal kommt der Taxifahrer, nein. Bleibt doch stehen! Ey, Moran! Nein. Ey, das ist doch, ich kann nicht mehr. Guck mal, ich fuck mich voll ab, dass diese zwei da vorbeifahren. Aber kommt das Wagenschritt. Ey, Borat. Ey, Borat, halt die Schnauze. Ey, Schuss. Nein, der holt mich raus. Ey, Borat. Nein. Nein. Hallo. Wisst ihr, was jetzt geil ist, Leute? Ich muss jetzt komplett nochmal rüberfahren auf die andere verfickte Seite. Was mich wieder 5 Minuten... Nein, das Spiel ist von 2005 oder sowas. War das Boozy? Chat, war das Boozy? Okay, Leute, jetzt kommt meine letzte Mission. Mir diese Scheiße mit dem Dreckskrankenwagen. Hier, komm her, du scheiß Krankenwagen. Hier. Digga, war das geil. Ich hab das voll vergessen, diese Stelle. Ich renne hinterher, auf, kommt der Tag. Hey, Borat! Dieser scheiß Mumie, die gleich auf dem Boden liegt. Wie kriegen wir die kaputt? Da ist er. Stimmt, da ist doch so eine Mumie am Liegen. Guck mal, da liegt, Alter, wie so eine Mussi liegt der da, Alter. Was hier. Ist das, Alter? Alter. Fort Stauton. Ich geh kaputt, Digga. Ich geh kaputt. Der soll verrecken, Mann. Oh, Gott. Ey, Borat. Ich bin auf Baustelle gelandet. Ja, Polizei auch noch neben mir. Super. Kenji hieß der, stimmt. Kaputt. Kenji. Was soll ich machen mit dem, Mann? Soll ich dich schlagen? Hier, schlag den. Ich kann nichts machen, da liegt er mit einer Missgeburt. Ey, was ist das für eine Kack-Mission, Digga, Alter? Was ist das für eine Mission, ne? Mal kurz Alerts aus. Ich schwör's euch. Nein. Kugeln nein. Können den Panzer nicht durchschlagen. Nein. Hallo? Ich lauf schon wieder matt. Nein, Alter. Mann, ey. Ich überfahr die Hunde alle erstmal. Nein. Raus. Das war so ein Legenden-Let's Play auch, ne? Gringo! Gringo! Nein, aussteigen! Wegrennen! Lebt da noch irgendjemand? Ich glaube, die sind alle tot, oder? Ey, nicht, dass da jetzt ein Gegner... Surprise, oh Motherfucker! Einfach in der Garage, Bruder! Garage genug! Surprise, Motherfucker! Boom! Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir das Tor aufmachen, da kommt einer raus. Und genau oder der chillt einfach in der Garage, hat der kein Leben, was macht der da? Genau das gemacht habt, ihr habt alle das gemacht heute. So ein Auge habt ihr auf mich gemacht. Das war's an dieser Stelle von der nächsten GTA-Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Übermorgen geht's weiter, Digga. Unglaublich, Digga, Alter. Wir hatten vorgestern so ein Glück gehabt. Jetzt guck mal, wie leer das da hinten noch aussieht, ne? Vergleich mal einfach so, zack. Und jetzt siehst und bam. Ich kann kotzen, Digga. Das war richtig dieser Surprise, Motherfucker. Kam da hoch und ballert mich ab. Ich hab's gewusst, dass sowas passiert. Alter. Ich wollte eigentlich in den Jeepfeuer einsteigen, aber hier. Guck mal, der hier, was geht ab bei dem? Ey, Bruder. Aua. Was geht bei dir? Alles klar? Willst du Bombe? Ich hier. Wow, auf einmal. Guck mal, vor allem. Oh, ist der Schattenboxer rennen, geworden, Alter. Ja, geht der wie ein Krüger, auf einmal kann der rennen und davor geht der. Verarscht. Wow, ey, Bruder, du hast mir 8 Leben abgezogen. 8 Leben zu viel, ja? Diese Sounds. Guck mal, da liegt der. Ja, da liegst du, ne? Da steht er wieder. Wow, da steht er mal richtig schnell auf. Ey, reicht doch! Dieses Soundeffekt, wie bei diesem Jackie Chan-Film damals. Diese 22 Leben, die werden uns jetzt gleich fehlen. Der gepanzerte Zeuge. Oh nein! Der gepanzerte Zeuge.
Oh nein, der gepanzerte ist die Mission, wo diese Mumie da auf dem Boden liegt, Alter. Ach nein, das schon wieder. Ich störe seine Panzer. Oha, nein, oha, raus hier! Schneller, schneller, schneller! Junge, wie oft, ich musste dann immer danach, als ich gestorben bin, vom Krankenhaus zur Mission wieder hinfahren und alles von neu machen. Und all das habe ich weggeschnitten, damit ihr das alles sehen könnt. Wisst ihr, wie lange ich an der Folge teilweise saß? Wirklich 90 Minuten bis 2 Stunden und die Folge ging am Ende nicht mal eine halbe Stunde. Das ist so krank, ne? Ey, wenn ich jetzt nicht zum Ammunition... Du bist die Schönste auf der ganzen Welt! Du bist die Schönste! ...mache, bin ich der größte... Ich liebe dich! Ich liebe dich! Kann mir jemand sagen, warum dieser verdammte Dreckshop nicht auf der Karte markiert ist? Kann mir das jemand sagen? Arille Peter Öni ist da! Hallo! Ja, woher kam dieser WhatsApp-Sound, Digga? Bin ich dumm? Hä? Kommt da, ist das aus der Folge oder ist das bei euch oder bei mir, Chat? Was ist das? Kann mir das jemand sagen? Welcher Hund hat mir damals geschrieben in der Aufnahme? Und das ist am Food! Arille Peter Öni ist da! Hallo! Der alte Asiate muss in einer der Garage sein. Ja, KC ist da drin. Oh. Scheiße, Digga, mein Nachbar denkt wieder, hier wird einer abgestochen. Bitte stecken Sie einen Analogkontroller. Junge, wie die da immer rumgeschrien haben. Ich stell mir da vor, in diesem Synchronsprecherstudio, wie die da alle rumschreien, ey. 17. Jahrhundert, DualShock 2. Oh mein Gott, guck mal jetzt, wie ich mich freuen werde, den abzuballern. Ja, komm. Geh hoch, geh auf. There's no problem to kill you. Oh mein Gott, ich hab fast den Asiaten abgeballert. Was sind wir denn da hier? Einfach Kacheng Damm gefunden. Asiaten noch mit abgeballert. Oh mein Gott. Bring den alten Asiaten zu Love. Wo ist ein Asiate? Ja, guck mal hier. Oh, der steigt da ein, korrekt. Kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder so einen Dreckswagen. Boah, halt die Klappe, Oma, mit deinen Tüten da. Was ist los mit der? Kennt ihr doch die Oma, die mit den Tüten gefahren ist? Oh, müsste wieder so rumschreien. Können wir die mal rumschreien? Mal. Da, was ist los mit der? Oh, ey, mal auf Kopfhörer. Ich schwöre, ich hab Tinnitus bekommen davon. Diesen alten Sounds, Alter. So rumschreien, ey, Mann. Jetzt muss ich wieder zum Kolumbianer. Sag mir der Kolumbianer. Der scheiß Kolumbianer, Alter. Ah, der Kenji. Oh Gott, Leute, das kann was werden. Das kann was werden. Ach, Ken. Oh mein, kennt ihr die Mission? Die kenne ich sogar noch, Alter. Die Yakuza haben dich erkannt, weil ich ausgestiegen bin. Alles von neu, wieder komplett neu. Weil ich aus dem verfickten Wagen ausgestiegen bin. Wie sollen die mich erkennen von da hinten? Wie soll das gehen? Das ist zu krass, ne? Das ist zu krass, Leute. Das ist, jetzt bin ich das ganze Parkhaus kacke umsonst hochgefahren, ey. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Unglaublich. Der Albaner. Okay, Leute, wir sind wieder da. Ich darf jetzt nicht auf Dreieck kommen. Ich wollte eigentlich den Wagen wechseln, weil er so kaputt ist, ne? Und dann schickt er auf einmal die Mission fail. Super, und jetzt? Ja, super. So, Auftrag erledigt. Hey, mein Wagen hat doch nicht mal gebrannt. Wie kann der explodieren? Das ist doch echt nicht normal, ne? Das ist, boah, ich krieg wieder Aggression, normal, wenn ich das sehe, ne? Stell dir mal vor, ich müsste das nochmal sagen. Der Wagen aus dem Nichts explodiert, ohne zu brennen, Mann. Ey, jetzt kommt mir kein Auto. Komm, Taxi, Taxi, stopp, 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 stopp. Halt die Schnauze, Digga. Gib mir dein scheiß Taxi her. Komm, 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 komm. Mit dem Wildbahn, der Wildbahn. Schnell, 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 schnell. Oh! Was ist mir da für eine Scheiße passiert die ganze Zeit? Komm, kannst du mir das mal sagen? Junge, wie viel Pech kann man haben, Chat? Nein. Ich hab nicht gesehen, dass da Wasser ist, Bruder. Einfach Wasser. Jetzt müssen wir Trick 17 machen. Einfach Wasser. Mach doch hin, Alter. Wie lange braucht ihr? Ey. Ey. Einfach Wasser. Komm, Vorsicht, da unten ist nichts. Komm, ja, schnell, 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 schnell. Nein. Der stolpert und knallt ins Wasser, Digga. Ey. Das kannst du echt keinem erzählen, ne? Ich hab gesehen, dass so etwas passiert ist. Mir fehlen die Worte. Ey, eigentlich, ich sag euch ehrlich, ne? Nicht abgehoben, aber diese Videos hätten eigentlich durch die Decke gehen müssen in ganz YouTube Deutschland, ne? Also, ich weiß nicht, welchem Streamer oder YouTuber jemals so eine Scheiße in allen alten GTA-Teilen passiert ist. Vice City, San Andreas und GTA 3. Es gibt keinen, bei dem sowas passiert ist wie bei mir. Früher waren ja noch so Videos da mit, dieses Video muss in die Trends und so, warte mal, dieses Video muss in die Trends. Guck hier, so habe ich das genannt damals, vor 6 Jahren, das hat 330.000 Aufrufe auf Feel Gaming, das ist schon krass. Boah, 45.000 Likes, Bruder, das ist ja Wahnsinn, Chat. Das ist auch GTA Vice City, da, die Videos sind ein bisschen so angekommen noch. Das ist doch so krank.
kehre mit dem Van zu Robins Café zurück. Ey, das Spiel ist einfach ein Hurensohn. Das beschreibt's perfekt. Einfach noch Night Let's Play, meine Eltern schlafen drüben. Das Spiel ist einfach ein Hurensohn. Hey, steht da gesammelt 2. 3. Dann guck dir mal das an, Alter. Ich habe mein halbes Boot ist unter Wasser. Schmeiß runter. 5 von 6 gesammelt 3? Ja, wo sind denn die anderen? Du bist einfach tot, wenn du ins Wasser fällst, ne? Das ist so krank. Hä? Willkommen in Staunton Island. Wir haben 4 von 6 Päckchen. Staunton! Staunton, Wilson! Staunton! Skillton! Cheltron! Das war die beste Zeit, Chef. Die Polizei war vor dir. Wenn ich dieses Game gehasst habe, es war trotzdem die geilste Zeit, ehrlich, ohne Scheiß. Das war echt Y City und das ist legendär. Seid mir ehrlich, Chat. Das war's für heute, ohne Witz. Ich bin gerade kurz davor, diesen Controller zu nehmen und kaputt zu machen. Ne? Creator Code für Fortnite 7. Heute, es tut mir leid, heute eine etwas kürzere Folge, aber ohne Witz. Das ist zu krass, Alter. Dann zeigen die nicht mal auf der Karte an, wo diese Päckchen sind. Digga, woher soll ich mir die Päckchen ziehen? Aus dem Arschloch? Ich frag mich, was da los ist, Leute. Aber es regt mich einfach übertrieben auf. Wir sehen uns übermorgen wieder am Samstag. Dankeschön, Upgrade 1907, dankeschön. Alter, war das krass. Vielleicht ist das ein Zeichen, auch mal vielleicht so GTA RP zu machen oder so, ich weiß nicht. GTA und ich sind eigentlich so. Das Pech geht genauso weiter. Guck mal, die Folgen damals genannt habe, wie die abgegangen sind, ne? Der schießt gegen Baum! guck mal, der schießt gegen Baum! Duck dich doch. Guck mal, der wurde hinschießt, der schießt hier hin. Und wo ich da hinziehe, ich zieh da hin. Guck mal, der schießt gegen Baum, ich ziel auf den, der schießt gegen Baum. 001, guck mal, ich denke, ich schaff noch wegzukommen, guck mal jetzt, um die Ecke. Man, okay, come on. Das kannst du keinem erzählen. Ey, diese Folge muss in die YouTube-Trends, Alter, das ist ja, darüber kann ich... Ja, da kann ich mich nicht mehr aufregen. Das war so, irgendwie war ich frustriert, aber irgendwie musste ich auch lachen, weil, Bruder, es war einfach, ich kann es nicht mehr, also ehrlich, das war legendär, Freunde, legendär.